Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum aktuellen CSGO Matchmaking. Ich muss mal wieder eine Runde Matchmaken, ne? Ist klar, one chicken. I'm gonna plant fast. Okay, watch behind. Sieht ja schon mal gut aus, wie war? Doors one. Stone now. He's stone. Nice, he's stone. Alter! Hab ich ihm einen Headshot gegeben oder was? Weil ich einen Assist bekommen habe. Ich bin gerade so dick angezogen hier beim Aufnehmen. Ich muss es kurz ausziehen. Was habe ich dem gegeben? 78! Da hat er sicher einen flotten Header von mir gefressen, der Kerl. Richtig geiles Team. Die callen wieder wie Schweinepriester. Guck mal, er bietet hier an, dass er Agro gehen kann und sowas. Live, live, zu baiten. Er liegt eine AK auf dem Boden. Oh nein, der eine ist geliefert. What the fuck? Na gut, dann nehme ich natürlich die AK, ne? Damit der Bot die verschissen. Oh. Windows Molly. Ah, yes, I'm gonna plan for long. Okay. Das haben wir im Moment ziemlich gut im Griff hier. Schon wieder einen Assist bekommen. Ich habe doch gar nichts gemacht. Der stand bestimmt in meinem Feuer drin. Richtig nice. Der Kollege ist auch wieder da. Es läuft. Jetzt hat er kein Geld. Ich gebe ihm direkt seine AK wieder. Purple geht voll ab. Er hat alle gelegt. What the fuck? Ich habe keinen Kill. Stehe als Zweiter. Da oben. Maybe one Speedway. Ja, yeah, one Speedway. Die wissen nicht, was Speedway ist und sagen Short dazu. Okay, okay. Behind one. Nice. Ich krieg keine Kills, Mann. Ich krieg keine Kills. Die gehen so ab, ey. Die gehen so ab, die Jungs. Ich habe mehr Assists als Kills und Tode vereint. Hahaha, merkst du was? One spot, one. He's still on spot. Spot clear. Oh, he's down. Okay, gonna plant on B. Shit, der hat mir so einen Headshot gedrückt direkt am Anfang. Na fuck. Nein. Schade. Warum habe ich aber auch jede Runde die Bombe? Wie kommt das? Krieg ich die immer zugeworfen von denen? Behalt mal die Bombe jetzt. Oh, schnell. Wir gehen jetzt gerade mal auf der A. I'm gonna plant. Uh-oh. Ah, one wood. Wo ist Orange? What the fuck? Warum ist Orange noch nicht da? Aber die hat er im Griff. Nice. Sehr schön, sehr schön. Immerhin den Team-Sieg. Alles cool, alles cool. Aber mehr Geld. Thanks. Ich altes Kind. Leute, die Bombe. What the fuck? Also wir haben hier scheinbar zwei Leute, die immer die Bombe weggeben haben, direkt am Anfang. Und wenn keiner da ist, dann liegt sie halt auf dem Boden. Ganz komische Einstellung zur Bombe, irgendwie. Dabei ist sie doch so wichtig für unseren Sieg. Sie ist das Instrument, um zu gewinnen. Maybe behind. What the fuck? Haben sie im Griff. Sieht nach einem ziemlich easy-peasigen Win aus, ja? Die vier sind echt ultra souverän. So richtig. Okay, wir machen dies, wir machen das. Cool bleiben, langsam. Ich kann bei diesen Spielen immer nur betonen, Prime plus Trust Faktor ist das Nonplusultra für Teammates. Alleine Trust funktioniert bei mir schon sehr, sehr gut. Aber wenn ich Prime anschalte, dann ist es nochmal besser. I'm gonna check long, ja. Connector, drop, drop. Drop us down. Die Leute, die sich so sehr über dieses Trust-Faktor-Matchmaking aufregen, ich glaube, die sollten wirklich überprüfen oder mal nachrechnen, überlegen, wie ihr Trust-Faktor wohl ungefähr ist. Also wenn man einen scheiß Faktor hat, dann ist man halt auch einfach scheiße gelistet mit Leuten zusammengewürfelt, die dann halt einfach kacke sind. Ne? Das muss einem klar sein. Okay, scheiße, aber wo ist die ABP? Ich smoke für mich mal. Die ist jetzt nicht so perfekt geflogen, oder doch? Molly the Chicken. Nice, man. Rausgemollied. I'm gonna plant. Cover me, please. Schon wieder habe ich die Bombe. Schon wieder. Nice, der ist auch schon weg. Nice. Wir kommen auf den Spot, planten und decken einfach wie die Könige. Da gibt's kein Gehante, da gibt's kein gar nichts. Die Leute warten, bis die Gegner kommen. Wir haben halt zwei Leute ohne Mick, aber das ist ja irgendwie gar nicht schlimm. Der eine hält alle zusammen. Ich bin jetzt hier nicht so extrem am Callen. Ich sag maximal an, wo ich Leute sehe, aber er ist der Taktiker gerade bei uns. Immerhin bin ich der, der immer auf die Bombe aufpasst und sie halt dann hat, wenn die Jungs die Bombe einfach am Spawn droppen. Aber es ist wunderlich. Guck mal, ich hab sie schon wieder. Ich hab sie eigentlich die ganze Zeit. Also 4 gegen 4. Ich geh jetzt hier ein bisschen vor. Der Kollege steht da. One on three. Three. He's down. Hoffentlich ist keiner ein Chicken. Bitte, 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 bitte. Sehr gut. Jetzt läuft bei mir auch langsam mit den Kills. Ich finde es hier bei CT eigentlich gemütlicher, das wisst ihr ja. Aber T lässt sich gerade ultra chillig spielen. Also die sind auch nie zu dritt auf B, geschweige denn zu viert. Wir haben die irgendwie immer locker hier im Sack. Vorhin haben wir nur eine Runde verkackt, weil warum haben wir da verkackt? Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist einfach herrlich, wenn die Matchmakings so laufen. Molly on side. Blue, piss mich an. Er kommt bestimmt von Long, der letzte. Nate schon mal dahin. Komm schon, komm schon, komm schon. Wo bist du, Sack? Wie, der ist nicht da? Der ist echt den Connector drin. Hat sich aber Zeit gelassen. Er hat sogar zwei gekillt schon. Okay, just wait, dann komm.
und schon wieder die Bombe hochgehen lassen. Das gibt dick Punkte hier. Genau, mal klar, oder? 5 Kills, 31 Punkte. Das zeigt einfach wieder, wie wichtig diese Bombe ist. Also, dass sie einfach den Entscheid bringt oder die Entscheidung bringen kann über den Spielausgang, egal wie die Kills fallen. Ne? Wenn die Bombe liegt und alle Tees gekillt werden und die Bombe aber hochgeht, dann haben die Tees trotzdem gewonnen. Das ist eine eklige Pose hier. Oh Gott, reingeleckt, what the fuck. Ich habe schon aufgehört zu schießen, auf einmal fällt er einfach um durch einen Headshot von mir. Habe ich einen hohen Ping? Ne, 41, geht. Ah, vorne ist Still Drop. Das war dumm, Drop zu gehen. Keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Oh, schade. You got AK on your back. Maybe one long, eh? Yeah, he saw me with bomb. Oh Gott, wo ist die Pistole? Wo ist die... One ist CT. Es hat einer von Connector geschossen, das habe ich gemerkt, aber ich habe nicht raushören können oder sehen können, wo dieser verschissene USP-Pisser hockt. Mit dem Schalli drauf. Ich denke, dass er da noch irgendwo ist. Guck dir mal hinter dir an der Ecke. Nice. Oh mein Gott. So achtet man auf seine Leute. Einfach Cancer, wenn man legt, dann wird man überrumpelt und da sind noch ein paar Mates übrig. Und die schützen einen nicht. Ah, sie haben die Bombe vergessen. Schon wieder. Die Runde ist fast vorbei und ich renne jetzt hier wieder zum Bombe holen hin. Wer macht sowas? Wer ist so bescheuert und legt jedes Mal die Bombe weg? Ah, ich leg für. Genau, plan for long. Wir haben Molin wieder vor sich selber da hinten. Und ich decke da. Was ist das da unten eigentlich für ein Schlitz da? Ist das ein Grafikfehler? Würde ich da sehen, wenn da jemand durchschlappt? Wo ist denn der gefallen gerade eben? Der Gegner. Wood. Aha. Boah, ist das gerade nice. Das ist ultra die Zerstörung. Ich weiß nicht, was los ist. Also ich spiele jetzt irgendwie nicht hart von der Eigenleistung her. Es ist einfach dieses Gesamte, das gut läuft. Ich glaube, die rushen gerade Mitte oder sowas. Also ich muss nicht viel machen. Ich laufe so ein bisschen rum und gucke mich um. Ich kriege einfach jedes Mal den Plant. Immer. Es waren jetzt, glaube ich, ein oder zwei Runden nur, wo ich ihn nicht hatte. Das erinnert mich so ein bisschen an Anfänger, die das abgeben, sagen, ah, mach du das, ich weiß nicht oder ich kann das nicht, trau mich nicht, bla bla bla. Aber das hier ist jetzt ja halt LE oder DMG, LE, ELO und da will ich jetzt irgendwie nicht, dass ich Teammates habe, die Bombe dauernd wegschmeißen. Und es ist nicht so, dass sie mir die Bombe immer geben, sondern sie schmeißen sie weg, irgendwo hier hin. Bei Purple weiß ich, dass er aggressiv spielt, das heißt, er sollte die Bombe wirklich weitergeben, aber eben weitergeben, man schmeißt die Bombe nicht einfach weg. Also nicht am Spawn. Klar, wenn man sich jetzt als T bei Cash zum Beispiel aufbaut, dann legt man die Bombe schon ab, aber halt weiter vorne irgendwo hin. Nicht hinten an Spawn. Das ist übrigens die letzte Runde. Oh, sorry. Wir beide entschuldigen uns. Sehr gut. Kanadier all the time. Ajo! Ich denke, ich komme noch auf die 50 vielleicht. Das wäre nice. Dann wird die ganze Chance doch nochmal recht punktereich ausfallen. Zumal wir ja letztens erst 2 Loses eingefahren haben. Also der ultra krasse Uprank ist ja eh erstmal ein Stück weit weggerutscht. Ihr wisst, gerade letztens war ich wieder ein Spiel davon entfernt, den LE Uprank zu bekommen. Und dann kommen 2 Spiele, die wir verlieren. Eins, was ganz, ganz knapp war, 16-14, das andere war ein richtiger Lose. Und es war einfach wieder bescheuert gespielt. Also es war dieses typische 4 CTs gegen 1 T-Situation. Die CTs, also wir haben sogar die Bombe, aber die Leute rennen halt einfach hin. Wollen jagen gehen und deswegen verliert man dann die ganze Runde. Bomb ist down, Connector. Ha! Ich hätte gerne mein Pistol-Aim, das ich habe, auch bei meinen Rifles. Das wäre wär wirklich schön. Aber sobald ich einen Rifle in der Hand habe, sei es jetzt AK oder M4, dann aim ich ungefähr so. Ich bin sehr gespannt auf die Ranks, vor allem nach diesen 2 Loses. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das alles hier LEs sind, aber vielleicht sind ja doch ein paar dabei. Das wäre zumindest wünschenswert. Ich denke, dass die alle 4 Drops sind. Nein! Oh mein Gott. Das ist so eine typische Runde, die wir jetzt verkackt haben, nur weil ich da dumm reingelaufen bin. Bitte nicht. Komm schon, Jungs, die holt ihr. Genau das wollte ich sein. Der hinten so alles so ein bisschen pimmelt. Dann kommt der einfach so. So gerannt in einem riesen Bogen, dass ich ihn nicht treffe. Der Stroker, was macht er denn jetzt für eine krasse Taktik? Er ist echt smart, da hat er recht, der Kollege. Aha, nice. So, Jungs, jetzt brauche ich auch noch ein paar Punkte. Das heißt, P90 Zeit. Ah, jetzt habe ich keine Punkte mehr bekommen. Okay. Naja, egal, komm. 47, was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Vielleicht passen ja die Ranks, wir schauen mal. Oh! Nee, die passen gar nicht. Ich bin doch wieder etwas weit vom Uprank weggerutscht. Naja, egal. Versteht mich da auch nicht falsch, ich bin da jetzt nicht am Ultraschwitzen drauf und bin enttäuscht, wenn es nicht klappt und bla bla bla. Es ist nur schön, wenn man irgendwas hat, worauf man dann so ein bisschen hinarbeiten kann, so ein Ziel. Wenn man so komplett ziellos vor sich hinspielt, dann ist das irgendwie nichts. Also dann macht es keinen Spaß. Ich weiß noch damals, als ich auf diese 150 Siege gespielt habe für Overwatch, da habe ich am meisten CSGO gespielt. Da hat mir es am meisten Spaß gemacht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.